Weil das, was hier von Weichreiter geschieht, hat ja natürlich auch einen besonderen Unterhaltungseffekt. Da vorne gibt es noch ein bisschen antifaschistisches Eis. Ihre Livestreams habe ich auch schon gesehen. Ja. Kann jemand von Ihnen sagen, worum es hier geht? Insofern bin ich tatsächlich sehr gespannt auf das Ergebnis. Okay. So, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich abhauen. Warum muss ich? Hey, was ist denn mit Ihnen? Guten Tag. Wir befinden uns in Erfurt vor dem Landtag. Wie man sehen kann, eine Menge Polizei hier gerade anwesend. Ja, man sichert diesen Landtag heute gerade ab. Ja, man kann es sehen. Es gibt einen Zaun, der hier die ganze Zeit einmal außen rumläuft. An jeder Ecke stehen Polizeibeamten, die aufpassen, dass sich hier niemand einfach so Zugang verschafft. Tja, man sehen kann, mittlerweile wird hier schon etwas mehr aufgefahren. Also, ich habe eine E-Mail geschickt mit meinem Presseausweis, damit die mir eine Akkreditierung ausstellen kann, damit ich da durch kann. Obwohl die auch einfach direkt meinen Presseausweis einscannen könnten, aber die sagen, sie haben zu viel zu tun. Was schätzen Sie, warum ist hier so viel Polizei? Weil man wahrscheinlich befürchtet, dass hier irgendwie linke, rechte und andere Truppen hier aufeinander stoßen und dann irgendwelche Krawallsachen hier passieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Ja. Die Stimmung ist ja aufgeheizt. Ne? Okay. Sind wir schon so weit gekommen, ja, dass man hier vor Straßenschlachten Angst haben muss? Kann ich nicht einschätzen, aber sieht ja so aus. Wenn Sie dem neuen Ministerpräsidenten etwas ausrichten könnten, was würden Sie ihm ganz gerne mitteilen? Das hier wird Ordnung eingehen. Okay. Dass man mal die Stimme der Bürger mal in Betracht zieht und nicht, ich mache, was ich will, nur weil ich an der Macht bin. Okay. Was schätzen Sie, warum sind hier die meisten Polizisten? Ich denke, zur Absicherung vom Landtag. Braucht man die heutzutage? Offensichtlich, würde ich mal sagen. Okay. Ja. Die haben eine Verantwortung, die haben einen Job zu machen und wenn irgendwo eine Lücke ist und es passiert was, wissen wir alle, was passiert, dann wird geschrien, okay. Die sind schuld. Oh nein, zu Nazis, oh Gott, was? Hier baut sich schon was auf, glaube ich. Hier baut sich schon was auf. Oh Gott. Nein, zu Nazis. Guten Tag. Kann einer von Ihnen kurz sagen, was das hier ist? Ah, was steht denn da? Ich glaube nicht, dass Sie erlaubt berechtigt sind, hier zu filmen. Ich glaube nicht, dass Sie hier berechtigt sind, irgendwas auf die Straße zu legen. Höcke, die kalte Schulter zeigen. Ich will doch nur lesen, was da steht. Bewegt von CAPACT, von Ihren Steuern finanziert. Wir müssen mal da wirklich bedumm. Kann jemand von Ihnen sagen, worum es Ihnen hier geht? Nee. Okay, na gut. Wir müssen jetzt hier auch weiter arbeiten. Na dann, ich störe Sie nicht. Arbeiten Sie doch ruhig. Wir brauchen mir doch hier nicht so nahe zu kommen, gute Frau. Also, warum kann man nicht sagen, worum es hier geht? Mario Vogt, sagen Sie Nein zur AfD. Okay, danke. Das hätten Sie auch sagen können. Dann, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich habe nur einen Wunsch. Enkelchen und Kinder in Frieden halten. Also, was würden Sie gerne noch den nächsten Ministerpräsidenten gerne ausrichten? Ja, dass er gewählt ist für die Leute, nicht für sich, sondern für die Leute. Okay, vielen Dank. Bitte. Warum verfolgen Sie uns? Warum ich Sie verfolge? Weil ich Sie kenne. Sehr gut. Das ist natürlich eine gute Rechtfertigung. Ja. Was ist dein Plan? Mein Plan? Einfach mal das ganze Geschehen da unten auch mal von anderer Seite wie von rechter Seite zu dokumentieren. Meinst du, hier passiert heute noch was? Hier wird heute Abend noch was passieren. Definitiv. Ich denke, es ist kein großes Geheimnis, dass hier wahrscheinlich die Wahlparty stattfinden wird. Im Hopfenberg. Also man rechnet hier ein Stück weit damit, glaube ich. Heute geschlossene hat man direkt AfD draufgeschrieben. Können Sie kurz sagen, worum geht's hier heute Abend? Ja, worum geht's hier? Wir wollen heute gemeinsam unseren hoffentlich großen Wahlsieg feiern. Natürlich, ich möchte natürlich jetzt nicht das vorwegnehmen, denn der Wähler entscheidet ja am Ende, was kommt. Okay. Wir hoffen natürlich auf einen großen Sieg. Was der Wähler sagt, das werden wir spätestens ab 18 Uhr hoffentlich zumindest in Teilen wissen. Aber was sagt Ihr Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, dass es gut aussieht. Dass es wirklich sehr gut aussieht für uns. Aber wie gesagt, das wird an der Urne entschieden und nicht im Bauch
im Bauch der Mitglieder. Wir wollen mal schauen, was der Wähler am Ende uns in die Urne geworfen hat. Ich hoffe, er gibt uns das Vertrauen. Und das wollen wir heute Abend vielleicht ganz groß feiern. Okay. Guten Tag. Hallo. Können Sie kurz sagen, was heute hier passieren wird? Also, soweit ich das mitbekommen habe, werden sich hier nette Menschen treffen und hoffentlich einen schönen Abend haben. Können Sie kurz sagen, worauf Sie sich heute am meisten freuen? Ich hoffe, dass ich meinen verehrten Björn Höcke treffen werde und ihn mal wieder in den Arm nehmen kann und ihm Mut zusprechen kann. Okay. Er hat vieles geleistet seit 2013, seit der Gründung der AfD und auch jetzt muss unglaublich viel einstecken. Kann das auch. Deswegen ist es natürlich bemerkenswert, wenn die Meute aufschreit und jubelt, wenn er mal zu einer Sendung nicht erscheint. Und man dann meint, er würde kneifen oder er wäre irgendwie am Boden. Also solche Männer brauchen wir in unserem Land. Können Sie uns kurz mitgeben, was hier passiert heute? Was hier heute passiert? Ja. Heute findet hoffentlich der Wahlabend der Alternative für Deutschland hier statt. Und ich hoffe auch, dass wir ein Wahlergebnis zu feiern haben werden. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl heute? Also ich bin schwer, sowas zu schätzen. Ich fand, die Stimmung in den letzten Wochen und Monaten auf der Straße war unglaublich gut. Also ich habe viel mit den Leuten, gerade in meinem Wahlkreis, geredet. Ich trete ja gegen Herrn Vogt an. Insofern bin ich tatsächlich sehr gespannt auf das Ergebnis. Okay. Wie lange kämpfen Sie schon, dass sich was ändert? Also ich bin 2013 in die AfD eingetreten, habe bei mir im Kreisverband die Aufbauarbeit geleistet, dann 5 Jahre Landtag, dann aus familiären Gründen etwas kürzer getreten. Aber ich habe auch Sachen gemacht, wie zum Beispiel Vertrauenspersonen für unser Volksbegehren gegen die Corona-Impfpflicht. Aber Ihre Livestreams habe ich auch schon gesehen. Ja. Und ihr könnt ja die Presse nicht rausschmeißen, Leute. Vor allem ist halt Landtagswahlen. Höcke vor Bundeskanzler. Bist du gerade im falschen Protest gelandet, glaube ich. Ja, wir wollten eigentlich Höcke unterstützen heute. Okay. Ja. Wir haben es im Internet gelesen, Wahlparty. Aber irgendwie kommen wir nirgendwo rein oder ran. Also ich bin ganz großer Fan von ihm. Er ist wirklich für uns Deutschen da. Ja. Also nicht wie jetzt die aktuellen Politiker, die regieren. Ja. Also die machen ja alles für Ausländer und Fremde. Und die Deutschen, die werden in den Arsch getreten und die sind ja gar nichts mehr wert. Wir wollten hier heute einfach allen mal die Möglichkeit geben, zusammen zu sein, nicht alleine zu sein, wenn die Wahlergebnisse reinkommen. Wir finden es richtig stark. Wie gesagt, jetzt schon mehr Leute als erwartet. Wir haben wirklich in dieser Woche mehr als 10.000 Leute zusammengebracht. Ich finde, es ist ein richtig starkes Zeichen. Und da können wir einfach auch mal wirklich dankbar dafür sein und einfach stolz darauf sein, wie solidarisch und antifaschistisch wir hier zusammenstehen. Man, ihr seid gar nicht solidarisch. Ihr schießt mich hier schon wieder aus. Da kommt schon wieder der nächste Regenschirm. Die Sonne ballert aber. Uns ist auch echt warm. Also genau, es läuft jetzt einfach noch ein bisschen Musik. 18 Uhr dann die ersten Redebeiträge. Und solange könnt ihr euch einfach auch noch ein Eis schnappen. Da vorne gibt es noch ein bisschen antifaschistisches Eis. Oh Mann. Ja, man kommt natürlich nicht an die Rednerin ran. Hallo, kann man mit Ihnen sprechen? Warum brauchen wir denn eine neue Regierung? Ja, gucken Sie sich Deutschland an, gucken Sie sich Thüringen an. So geht es nicht mal weiter. Wir gucken mal. Wir warten auf das Ergebnis der ersten richtigen Voraussagen. Morgen. Und da kommt Herr Höcke noch raus. Servus. Ist er schon drin? Na, super. Er wollte 18 Uhr kommen. Es war 17.49 Uhr. 50. Ja, es wird auf jeden Fall gejubelt, ja. Niemand ist da drin. Niemand. Zumindest weiß ich es noch nicht. Kompakt. AfD 31,5, CDU 23. Oh. Keine 40%. Sachsen 31,5. Bam. Hat sich verdoppelt. Nicht schlecht. Der Führer von Berlin hat ein klares Votum abgegeben. Die AfD ist die junge und einzige Volkspartei in Thüringen.
und es reicht weit über Thüringen hinaus. Es kann kein Weiter so geben und es wird kein Weiter so geben mit den abgehalfterten Altparteien. Besonders freut uns natürlich als Patrioten, dass die antideutsche Speerspitze, die Grünen, hier in Thüringen endgültig finalisiert worden sind und in die politische Bedeutungslosigkeit verabschiedet worden von Thüringer Souverän. Herr Brandner, sind Sie zufrieden? Top! Ein fulminanter Abend! Sehr schön! Ich glaube, Herr Höcke geht jetzt auch schon wieder. Und er fährt ja auch schon wieder. Ah, nein! Ah. Tja, dann wird der Herr Höcke heute noch eine große Wahltour vor sich haben, wahrscheinlich. Wir lassen uns unser Zuhause nicht kaputt machen. Mag ich auch nicht. Nicht von den Bernds und nicht von den Marios dieser Welt. Wir werden weiter kämpfen. Können Sie sagen, warum Sie heute hier sind? Ich verpissen. Ich bin warum hier, bist weil du ich hier verpiss dich, ist dein Freund von der AfD, bitte? Du Kneiker. Ich bin hier, weil ich hier bin. Ich kann mich nicht zu rechtfertigen, warum ich hier bin. Aber ich frage Sie ja nur, ob es einen Grund gibt. Nein, ich will mit dir reden. Und das ist meine Antwort. Wenn sie dir nicht passt, hier. Dann hast du ja Pech gehabt. Okay. Kein Vanilleeis für Faschos, was bedeutet das? Dass du keins kriegst zum Beispiel. Ja, das kannst du dir auch in den Arsch stecken. Ja, aber können Sie das kurz erklären? Nein, keiner will mit dir reden zum 100. Mal. Aber er hat doch gerade mit mir gesprochen, oder nicht? So, Pressefreiheit und sowas. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ich würde gerne hier aufrechte, ehrliche, intellektuelle Ich wäre ja gerne Demokraten hier durchgegangen. Ja, das ist schwierig. Deswegen kannst du ja gerade nicht durch, du Schädel. Aber es ist schon ein bisschen so, dass Sie mich verfolgen, oder nicht? Nein, wir haben nur zufällig den gleichen Weg. Ich will doch nur eure Reden übertragen. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, Sie haben Ihre Bilder bekommen. Was für Bilder? Ich will die Reden übertragen. Was unterstellen Sie mir hier gerade schon wieder? Sie unterstellen mir hier, ich würde hier für irgendwelche Bilder hergehen. Was für Bilder brauche ich denn? Man hat es gerade verstanden. Sie hat gesagt, ich habe meine Bilder. Was für Bilder habe ich? Ich möchte die Reden übertragen. Mir geht es um die Reden, die jetzt gerade in diesem Moment laufen. Und ich kann das nicht, wenn ich die ganze Zeit verfolgt werde. Darf ich auch mal? Bitte. Nee, ich möchte keinen. Sie machen bitte ein bisschen Abstand. Wir wollen für Ihre Sicherheit sorgen. Also bitte einen kleinen Stich. Und ich will hier für die Demokratie sorgen, dass man sich auch einen Einblick über diese Veranstaltung machen kann. Bitte Sie einfach nicht näher ran. Ich frage, das hat nichts mehr mit Pressefreiheit hier zu tun. Ich kann da nicht mal ansatzweise die Reden samt Rede übertragen. Das hat nichts mehr mit Pressefreiheit hier zu tun. Die Sicherheit geht für uns einfach vor. Ja, ist halt die Frage. Wenn man mit dieser Sicherheit dann irgendwann ein bisschen eine Diktatur unterstützt, wäre mir das auch nicht mehr so lieb. Und gegen Diktaturen gibt es nichts Besseres als Pressefreiheit. Genau. Kannst du gerne versuchen, aber du wirst halt nicht aufstehen können. Die Ergebnisse sind jetzt weiter, aber ganz ehrlich. Bitte. Nur jetzt ist Schluss. Nimm mit. Jetzt muss ich abhauen. Warum muss ich. Ey, was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Gut. Die Polizei hat mir einen gesamten Platzverweis ausgestellt für die gesamte Innenstadt von Erfurt. So, ich muss allerdings noch irgendwie zu meinem Auto kommen.
das ist tatsächlich in der Innenstadt von Erfurt. Im Großen und Ganzen wollte ich nur sagen, ja, die Polizei hat mich mal wieder angefasst. Ja, war auch, die wollten mich fast zum Boden drücken, weil ich wohl Widerstand geleistet, fast, keine Ahnung, ich stand ja einfach nur. Und schon weil ich stand, haben sie sich drüber aufgeregt. Und ich sage, ja, ich bin Presse, ja, ich räume hier gerade die Presse weg. Ja, Begründung war dann irgendwann ja zu meinem eigenen Schutz. Haben sie ja nur zu meinem Schutz getan. Ja, also wie gesagt, man hat sich einfach nur Sorgen gemacht um meine Sicherheit und musste mich dann daraus ziehen, sagen wir es mal so, als ob ich das nicht selber abschätzen kann. Aber ich meine, der Aktivistmann war vor dem Zug. Servus, ich bin Reporter. Ja, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Sebastian Weber. Wir sind gerade live auf YouTube, nur für den Fall, dass Sie irgendwas Vertrauliches sagen wollen. Dann machen Sie bitte aus. Warum? Machen Sie bitte aus, Sie haben Platzverweis für Erfurt. Ja, und ich bin auf dem Weg zu meinem Auto. Wo ist das? In der Innenstadt. Wir klären jetzt kurz. Machen Sie das bitte aus. Okay, also die Polizei sagt, ich habe Platzverweis, ich muss jetzt hier ausschalten. Wir sehen uns dann morgen, wahrscheinlich in Sonneberg, bei der Montagsdemo, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Wenn ihr Infos zu meiner Arbeit wollt, schaut doch im Weichräte-Kanal vorbei, wenn ihr mir Infos geben wollt. In der Weichräte-Infogruppe. Ja, dann ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es heute wieder so stressig wird, aber war wieder doch ein bisschen wild ist es dann wieder geworden. Gut, dann danke nochmal für deine 15 Euro, Akira. Habt noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Bleibt aufrecht, das ist nie schlecht. Und wenn ihr wollt, dann morgen, ich meine 18 Uhr, 19 Uhr geht's da los. Bis dann, tschüss.